So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Wundertüten-Video. Und zwar von Lego Friends. Süße Superpack-Wundertüten. Ja, für alle weiblichen Zuschauer oder für alle Lego Friends-Fans. Oh, reimt sich sogar. Für alle, wie gesagt, Lego Friends-Fans öffne ich heute 7 Wundertüten der süß Superpack Wundertüte Nummer 1 für rund 4 Euro. Ich hatte ja letzte Mal einen Wundertütenvergleich gemacht von Lego Friends und da kam ja raus, dass eben die günstigere die bessere war. Wahrscheinlich nur, weil ich da den Delfin drin hatte, aber wer weiß. Und jetzt habe ich hier, wie ihr seht, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lego Friends Wundertüten. Ja, warum? Ich mache ja sonst immer Wundertüten von Ninjago, von Nexonice, von Star Wars so viele auf. Und da haben mich immer viele darauf aufmerksam gemacht. Ja, mach doch mal wieder Lego Friends. Und dann auch, ja, warum immer nur eine oder zwei? Deswegen mache ich jetzt 7 Wundertüten auf der Lego Friends Reihe. Super süßes Pack. Und dann können wir nämlich auch ein Fazit ziehen, welche Figur oder welches Set am meisten drin ist. Also wenn ihr dann Lust habt auf dieses Set, dann müsst ihr mindestens 3 Wundertüten kaufen. Oder dieses ist in jedes Wundertüte drin. Also, das können wir anschließend sagen. Deswegen mache ich jetzt die erste Wundertüte auf und das erste Magazin ist die Nummer 3. Von welches Jahr? Ist natürlich immer, das kam raus, ja, wo das Sticker-Album rausgekommen ist. Hier steht auch kein Datum drauf. Also müsste auf jeden Fall schon 2 oder 3 Jahre alt sein. So, und jetzt, was haben wir denn hier? Ja, sieht aus wie ein Hundewelpen unter so ein Baumstück. Ist natürlich richtig. Oder ein Hase. Ein Hase soll das sein, weil hier oben auch ein Hase abgebildet ist. Passte natürlich knapp ein paar Tage zu spät. Zweites Magazin. Oh, ist ein größeres, also schon mal nicht das Comic. Und es ist das Lego Friends Magazin Nummer 4 2017. Ja, also ist das schon ein paar Jahre alt. Das bedeutet auch, dass diese Schildkröte mit die kleine süße Sandburg auch etwas teurer geworden ist. Ja, ist ja schon 3 Jahre alt. Aber ist niedlich und süß. Also, haben wir schon mal 2 verschiedene Sachen in eine Wundertüte, ist ja klar. Aber, jetzt kommen wir natürlich zur zweiten. Und wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Wundertüte? Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auch schon ein oder mehrere gönnt? Oder kauft ihr euch immer diese Packs im Internet? Teilweise sind die ja... Oh, was haben wir denn hier? Ach, der Delfin. Süß, hatte ich ja letztes Mal schon gezeigt. Die Bauanleitung ist ja extra, weil diese 4 Sachen, die sind immer zusätzlich dabei gekommen. Ihr seht es, hier sollte eigentlich jetzt wieder die Schildkröte drin sein. Da haben sie jetzt 1 von die 4. Die Insel ist natürlich auch nicht schlecht. Die Schildkröte habe ich hier. Nee, ist eine andere. Guckt mal, hier ist eine Insel mit Palmen und hier ist die Sandburg. Ist natürlich auch cool, wenn man 2 oder 3 verschiedene daneben hat. Ja, ist witzig. Aber kommen wir zu das zweite Magazin. Der Zugang. Wie gesagt, ihr schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Lego Friends Wundertüten findet, was ihr davon haltet. Habt ihr euch auch schon ein oder mehrere gönnt? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren für mich und alle anderen Zuschauer. Hier haben wir so einen Verkaufsstand. Ihr seht, mit so einem Tresen, mit Sonnenschirm, Getränkestand. Auf jeden Fall hat das was mit dem Strand zu tun. So, kommen wir natürlich jetzt weiter. Ja, immer schön laut, wenn man die Wundertüten aufmacht. Was haben wir hier drin? Ach, der Delfin. Bauanleitung, Magazin, brauchen wir nicht, kommen wir nun zum zweiten Magazin und es ist, die Strandbar.
mit den Getränken. Also, ich finde ab und zu so ein doppeltes Tütchen gar nicht mal schlecht, weil man kann die eigenen Lego-Steine da drin immer für was anderes gebrauchen. Da jetzt, okay, so eine Kasse und sowas natürlich nicht. Gebe ich offen und ehrlich zu. Die könnte ich, wüsste ich jetzt nicht im Moment, wo ich sie hinpacken könnte. Aber das fällt mir bestimmt noch ein. Ja, und hier, wieder lose drin. Das bedeutet Delfin. Ja, der Delfin. Also, letztes Mal schon der Delfin drin gewesen. Diesmal so oft. Das bedeutet, wenn ihr Lust auf den Delfin habt, kauft euch eine Wundertüte. Müsste auf jeden Fall drin sein bis jetzt. Und, ihr seht es, die Strandbar mal wieder. Ja, das ist bis jetzt, ihr seht es selber, am meisten drinne. So Schildkröten, Hasen ist ziemlich selten. Was ist mit den anderen Teilen? Mit den Pinguinen zum Beispiel. Wundersalon habe ich auch einige. Welche? Ah, doch, der Pinguin möchte ich jetzt gerne mal haben. Und vielleicht, die Schubkarre mit dem Obst wäre auch nicht schlecht. Aber, ich würde sagen, vielleicht zweimal den Pinguin. Den könnte ich woanders noch zu irgendwo hinstellen. Ist auch was anderes. Und es ist wieder was Loses drin. Der Delfin. Das Magazin dazu kennen wir natürlich schon. Sollte eigentlich die Schildkröte drin sein. Komme nun. Jawohl. Die Strandbar. So, ihr seht es jetzt selber. Ich mache ja ziemlich viele Wundertüten immer auf. Für mich, für alle anderen natürlich, um zu zeigen, was da so drin sein kann. Aber auf eine Art, wollen wir ehrlich sein, ist das schon ärgerlich. Viermal immer das Gleiche. Das ist so. Irgendwann lasse ich mir dann auch. Die Magazine wurden nicht sehr oft verkauft. Das heißt, packen wir sie alle in eine Wundertüte rein, werden wir sie noch los. Meine Meinung. Und es ist auf jeden Fall ein loses Tütchen und der Delfin. 1, 2, 3, 4, 5 Mal der Delfin ist jetzt drin. Das ist natürlich Mist. Ihr wisst es selber, da müsste jetzt die Strandbar drin sein. Ja, Strandbar ist auch 5 Mal bis jetzt dabei. Ja, das Fazit, das wird nicht sehr gut ausfallen. So, und hier ist es nun. Das 7. und letzte Lego and Friends Wundertüte Nummer 1 von Süße Superpack. So, jetzt, bevor ich sie aufmache, ich hoffe natürlich, dass ich was anderes drin habe. Ihr seht es selber. 3-mal, 4-mal, 5-mal den Delfin. So, man kann ihn gebrauchen, den Delfin. 1, 2 Mal, um eine schöne Deko zu basteln oder für einen anderen Geburtstagsgeschenk teilweise. Wo ich weiß, die Leute mögen Lego, da baue ich ja was zusammen, so mit so einer Krippe oder sowas. Oder so mit der Delfine vorne rundherum, ein kleines Bild vorne. Wisst ihr, so ein Bilderdiorama oder sowas, so ein Bilderhalter machen mit 2 Delfinen, wo man so ein Bild dazwischen macht, was einlaminiert ist, was nicht dreckig werden kann. Also man hat schon Fantasie da, ist bei mir. Aber die Strandbar, die brauche ich nicht oft, weil da sind auch Teile drin, die ich nicht gebrauchen kann. Was soll ich mit einer Kirsche? Was soll ich mit einem gelben Sonnenschirm? Naja, ich hoffe natürlich, dass jetzt in der 7. und letzten Lego Friends Wundertüte, süße Superpack Wundertüte, was anderes drin ist. Ihr seht es selber. 11 verschiedene Magazine gibt es, 18 verschiedene Spielzeuge. 2 von jedes drin. Aber wenn ich so zusammenzähle, komme ich vielleicht auf 18, aber nichts Verschiedenes. Deswegen liegt jetzt hier drin meine Hoffnung in der 7. und letzten Wundertüte. Und es ist was Loses. Es ist was Loses. Es ist... Halt! Schaut mal! Ach, süß! Ja, endlich mal wieder ein Verkaufsstand mit Marmelade. So, ein Verkaufsstand mit Marmelade. Ist natürlich klasse. Ist der hier drauf?
Der ist hier. Da unten ist er. Dann wird jetzt wohl. Ist kein Tierchen bei? Ah, dann wird jetzt was anderes drin sein. Und was? Ah. So, den Verkaufsstand mit Marmelade. Ihr seht, es sind auch drei verschiedene. Den Grillstand und einmal den Obsternte-Sachen. Aber was ist jetzt in das letzte Magazin? Und es ist, tada, ja, die Katzenfriseur. Kam raus 2017. So, jetzt bin ich ehrlich. Ja, Katzenfriseur kann ich auch nicht so gebrauchen. Aber kommen wir jetzt zu dem Fazit. Wenn ihr Lust drauf habt, Delfine zu haben oder einen Obstverkaufsstand, könnt ihr euch die Wundertüte holen. Dass ihr das drinne habt, ist 80-85% auf jeden Fall habt es. Ihr seht es bei mir jetzt selber. Ich habe den Verkaufsstand 2, 3, 4, 5 Mal. Die Delfine 5 Mal. Und hier 4 Mal einzeln was anderes. Aber nichtsdestotrotz, wer natürlich schon ein oder mehrere von diesen Wundertüten hatte, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare, was ihr immer so drinne hattet. Und ich versuche natürlich irgendwas Günstiges von Lego and Friends unter ein Video zu verlinken, das wisst ihr. Sicher und bequem ist es auf jeden Fall. Günstiger ist teilweise auch zur Zeit, aber wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Guckt euch den Link an, den ich finde. Und ich sage wie immer, ich lese gerne eure Meinung, eure Kommentare. Also schreibt, 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 schreibt. Und jetzt sage ich wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Guckt hin. Und schaut zu.